Direkt am Teichalmsee, in 1200 Meter Höhe, liegt die Latschenhütte. Hier wird uns Küchenchef Fabian jetzt verraten, wie Ricotta-Ravioli mit Vogelsalat und Heumilch-Joghurt-Dressing zubereitet werden. Für den Nudelteig brauchen wir ein glattes Mehl, ein Hartweizengrieß, 5 Eier, 1 Schuss Olivenöl und eine Prise Salz. Warum wird mit der Hand geknetet? Also einen Nudelteig sollte man mit der Hand abrühren, damit man einfach spürt, wie der Nudelteig geschmeidig wird, weil es ist nicht jedes Mehl gleich. Kann man den fertigen Teig dann sofort verwenden? Den Nudelteig sollte man schon einen Tag vorher machen, damit man ihn einen Tag im Kühlschrank legt und er einen Tag ruhen kann. Wir verwenden also einen vorbereiteten Teig und diese Zutaten. Für die Fülle, für die Ravioli, schwitzen wir zuerst Zwiebel und Knoblauch in der Pfanne an, bis er schön glasig ist. Ein Schuss Olivenöl tun wir dazu. Und Ricotta geben wir in eine Schüssel rein. Dann haben wir die Eierschwammerl dazu. Wichtig ist bei Eierschwammerl, wenn man sie haltbar machen will und sie einfrieren will, muss man sie vorher blanchieren oder abrösten, weil also im rohen Zustand einfrieren, werden die Eierschwammerl bitter. Dann würzen wir das Ganze mit Pfeffer, einer Prise Salz und ein wenig Muskatnuss und die getrockneten Tomaten dazugeben. So, und zum Schluss kommt noch ein wenig gehackter Kerbel dazu. Und das vermischen wir dann mit dem Ricotta. Das sieht schon sehr gut aus. Für das Joghurt-Heumilch-Dressing brauchen wir Joghurt, Schnittlauch, Prise Salz, gehackten Knoblauch, Spritze Zitrone und frisch gemahlener Pfeffer. Und dann vermengen wir einfach einen frisch gewaschenen Vogelsalat mit dem Dressing. Jetzt fehlt nur noch das Wichtigste. Ich zeige euch jetzt, wie man die Ravioli zusammenfaltet. Die Fülle habe ich schon in einen Spritzsack eingefüllt, damit man es leichter portionieren kann. Zum Mehlieren nehme ich gerne kein normales Mehl, sondern Hartweizengrieß. Nudelteig sollte man ca. auf 2 mm ausrollen.
Beim Einfüllen von den Ravioli sollte man beachten, dass man ein wenig Abstand lässt, damit man es später leichter portionieren kann. Nach dem Portionieren sollte man die Ravioli in sprudelndes Salzwasser geben und ca. 3-4 Minuten kochen. Zum Verfeinern von Ravioli, kurz bevor man sie anrichtet, sollte man sie noch in Butter und ein wenig Junglauch schwenken. Eine Prise Salz und ein bisschen gemahlener Pfeffer. Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß beim Nachkochen und wünsche Ihnen guten Appetit und vielleicht sehen wir uns in der Latschenhütte. Die Latschenhütte ist 1984 als Außenstation eröffnet worden, hat 50 Sitzplätze damals gehabt, ist jetzt in den letzten Jahrzehnten ein bisschen gewachsen. Wir bieten jetzt über 200 Sitzplätze an in der Hütte. Die Ursprungshütte haben wir jetzt dann auch über 30 Jahren einmal renoviert, haben ein neues Gesicht reingebracht, traditionell, modern, aber trotzdem gemütlich. Mit ihrer exquisiten Küche zählt die Latschenhütte der Familie Pierer ebenfalls zum erlesenen Kreis der Almenland-Genusswirte. Ein Ambiente, das wirklich alle anspricht. Wanderer und Gourmets, Hochzeitsgesellschaften und Disco-Gäste. Die Latschenhütte bietet ausreichend Platz zum gemütlichen Entspannen oder zum tiefen Atemholen für die nächsten Abenteuer im Naturpark Almenland. Spielplatz, Hochseilgarten, attraktive Wanderläupen im Winter und daneben aktive Brauchtumspflege. Weil ich's mal tanze, sei lustiger bin, drei Oldio oder drei Oldio, drum schickt's ja traurig's Mensch ja nicht für mich, drei Oldio und Schneider. Der Einklang aus zukunftsorientierten Projekten und gelebter Tradition zeichnet die Latschenhütte aus. Und so verwandeln sich die Räumlichkeiten seit 30 Jahren auch regelmäßig in eine Disco. Almparty ist angesagt. Eine genre- und generationsübergreifende Location im Herzen des Naturparks Almenland.